Er ist Carlos. El Brujo, ein Zauberer, der uns verflucht hat. Dieser Fluch kann nur aufgehoben werden, wenn er es will. Sag, was bedrückt dich, Grünschnabel? Dass der Tote hier erst so alt war wie du? Er sprach von einem Fluch. Wer hat ihn mit dem Fluch belegt? Sein Meister, der Zauberer Leo, weil er weggelaufen ist. Der schlichte Verstand ist wie die Wurzel eines Baumes. Er nimmt gleichermaßen alles auf, was ihn berührt. Selbst das Gift, das ihn umbringen wird. Der Junge nahm kein Gift. Und der war auch nicht krank. Ja, das ist wahr. Warum ist er dann gestorben, Meister? Ich begreife das nicht. War er nicht in dem Glauben, dass er sterben musste? Der Fluch erzeugte diesen Glauben. Und so hatte sein Leben keine andere Wahl, als ihn zu verlassen. Lerne von ihm, Grünschnabel.